Es ist Zeit für ein neues Mitbet-Video. Jawohl, es gibt Neues. Ich hatte Kontakt mit zwei Menschen, die bereits mit den Mitbets gearbeitet haben. Wow, das ist spannend. Und stell dir vor, man hätte vor circa 5 oder 10 Jahren eine Umfrage, vielleicht bei Medizinern gemacht, und hätte die Frage gestellt, was glauben Sie, ist es möglich, einen Hirntumor ohne Narkose, ohne Behandlung und ohne Reha in nur 15 bis 30 Minuten zu behandeln oder zu heilen? Was glaubst du, hätte man für Antworten bekommen? Ja, man hätte sicher von 100% der Befragten die Antwort bekommen, auf keinen Fall, ist niemals möglich. Und würde man jetzt eine Umfrage zum Thema, was glauben Sie, ist es möglich, einen Körper in wenigen Minuten komplett zu heilen, ganz unabhängig, was er hat, ihn zu verjüngen? Was glauben Sie? Dann würde man wohl ähnliche Antworten bekommen. Der Mensch ist ein Phänomen. Er glaubt oft nur das, was er sehen oder anfassen kann. Und speziell in meinen Coachings bin ich darauf angewiesen, dass man über den Tellerrand hinausschaut. Und wenn man das allerdings macht und dann auch bereit ist, dann Neues zuzulassen, dann sind unglaublich tolle Ergebnisse möglich. Absolut spannend. Und die Bild-Zeitung schreibt, Superroboter entfernt Hirntumor in 30 Minuten. Die Maschine behandelt Hirntumore in Lichtgeschwindigkeit, je nach Größe und Lage des Tumors, in nur 13 bis 30 Minuten. Die ZAP-X-Behandlung ist schmerzfrei, eine Narkose nicht nötig und der Patient kann direkt danach nach Hause gehen. Irre! Ja, das ist das ZAP-X-Gerät. Dieses Gerät habe ich in einem anderen Video zum Thema Vorläufer schon mal vorgestellt. Es funktioniert wunderbar und in Deutschland gibt es schon einige Standorte vom ZAP-X. Ja, hätte man sich vor 5 oder 10 Jahren wohl nicht vorstellen können. Und doch, es gibt sie jetzt. In diesem Video versuche ich einige Antworten auf immer wieder gestellte Fragen zu geben. Ich hatte eben Kontakt mit zwei Menschen, die bereits mit den Medbetten gearbeitet haben. Und für diese Menschen ist es absolut selbstverständlich, dass diese Medbetten sehr bald kommen werden. Und mit diesen Medbetten kann man alles machen, gar alles. Und ein Freund von mir hat sich den Tesla-Generator gekauft. Wow, das ist spannend. Und ab jetzt gibt es den Medbet-E-Mail-Verteiler. Dort bekommst du immer wieder zwischendurch Informationen zu den Medbeds und wie du dich aufbauen und stärken kannst. Wenn du Lust darauf hast, unten in der Beschreibung findest du den Link dazu. Dann schauen wir uns jetzt einige Fragen, besser gesagt die Antworten dazu an. Ich fange mit einer eher leichteren Frage an. Was glaubst du, ist es möglich, die Medbetten auch für Tiere zu nutzen? Denn alles, was für den Menschen möglich oder nutzbar ist, ist auch für Tiere nutzbar. Denn die Vorläufer werden ja auch von Tieren, Haustieren genutzt. Funktioniert wunderbar. Ist es möglich, meinen Körper mit dem Medbett zu reinigen und zu verjüngen? Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Allerdings, das können wir jetzt schon tun. Ein Körper besteht aus ca. 100 Billionen Zellen. Und in diesen Zellen sind kleine Kraftwerke, also Mitochondrien. Und je mehr Energie in diesen Mitochondrien ist, desto weniger schnell altert ein Körper oder geht eben in die Heilung. Und es gibt viele Möglichkeiten, seinen Körper jetzt schon mit Energie aufzubauen und zu stärken. Für einen gesunden Körper würde ich empfehlen, kalt zu duschen. Das bringt in den Kraftwerken des Körpers sehr, sehr viel. Ich warte sehnsüchtigst. Was glaubst du, bis wann wird das Medbett kommen? Eine sehr oft gestellte Frage. Ich glaube, das Medbett kommt genau dann, wenn die allerwenigsten Menschen damit rechnen. Und ich glaube, bei dem ZAP-X war es sehr ähnlich. Auf einmal war es da. Und jetzt, wo so ein enormes Krankheitsbewusstsein aufgebaut wird durch Maßnahmen und Angst und Sorge, ist es für die Medbett-Produzierer sehr, sehr leicht, diese Medbeds in einer Serienanfertigung herzustellen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn es genau dann da ist, wenn keiner damit rechnet. Allerdings, wenn wir jetzt in den Wartemodus gehen,
Also bei mir ist es immer so, wenn ich ins Warten gehe, dann verliere ich augenblicklich Energie. Und dann kann man sich die Frage stellen, möchte ich das? Möchte ich jetzt Energie verlieren? Und wenn ich aber nicht warte und wenn ich jetzt meinen Körper aufbaue und stärke, wenn ich schaue, wie ich Energie in meine Zellen bekomme, dann mache ich das absolut Maximum im Hier und Jetzt. Und das können wir jetzt tun, das können wir alle tun, ganz unabhängig, welche Herausforderungen ein Mensch jetzt hat. Darum, es wird kommen. Wann wird es kommen? Das weiß ich nicht. Es wird, so wie ich diese Technologien kenne, auf einmal sind sie halt da. Und ist es wichtig, wer das Medbett bedient? Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Faktoren überhaupt. Denn das ist eine absolute Supermaschine. Und mit dieser Maschine kann man alles machen. Und wenn du in so einem Medbett drinnen liegst, dann wird es vorteilhaft sein, wenn du weißt, was der an den Schalthebeln macht oder was der vorhat. Denn mit den Medbetten kann man gar alles machen. Einer dieser Menschen, mit denen ich Kontakt hatte, der hat gesagt, mit den Medbetten kann man ganz leicht lange Ohren wachsen lassen, lange Nasen. Alles ist möglich. Darum, wer an den Schalthebeln sitzt, des Medbetts, wird sehr, sehr wichtig sein. Mit den Medbetten wird es viele neue Jobs geben. Das heißt, wenn ein Mensch mit einem kranken Körper in ein Medbett liegt und danach geheilt ist und volle Energie hat, dann ist es, als wie wenn man von jetzt auf gleich einen Sportwagen mit 7000 PS hätte. Damit muss man erstmal umgehen können. Darum wird es viele Gesundheitscoaches geben, die eben Geist, Bewusstsein und Körper synchronisieren oder eben dabei helfen. Dabei könnten wir das jetzt schon machen. Wir könnten jetzt schon unseren Geist, unser Bewusstsein auf Gesundheit ausrichten. Alles in der Natur, jede Pflanze, jeder Baum, jedes Tier, jedes freilebende Tier ist auf Gesundheit ausgerichtet. Und auf was sind wir ausgerichtet? Stimmt, sehr viele Menschen richten sich momentan auf Krankheit aus. Und Energie folgt der Aufmerksamkeit. Auf das, was wir schauen, das ziehen wir in unser Leben. Und das könnten wir jetzt schon tun. Wir könnten jetzt schon ein Bewusstsein von Gesundheit und energetischer Fülle aufbauen. Ein viel an Energie, ja, steht uns zur Verfügung. Die Frage ist, ob wir es jetzt nutzen. Und das könnten wir hier und heute machen. Dann ist es für das Medbett ein leichtes, den Körper dann zu heilen und unser Geist ist ja dann schon gesund. Ja, wenn man das Ganze übergeordnet betrachtet, dann könnte man sagen, jetzt wird ein enormes Krankheitsbewusstsein aufgebaut, wenn man die ganzen Maßnahmen betrachtet und so weiter. Dann, Gesetz des Ausgleiches ist ein Naturgesetz, das Pendel schwingt auf die andere Richtung und wir werden eine Gesundheitslawine erleben. Und dafür passt natürlich das Medbett wunderbar ins Bild. Und das Medbett ist definitiv für die breite Gesellschaft gedacht. Denn mit dem ZAP-X können jetzt schon pro Jahr, oder wenn es genug gibt, könnten pro Jahr ca. 4 bis 5 Millionen Menschen behandelt werden. Wow! Und genau so ist auch das Medbett gedacht. Und das Medbett ist etwas für die breite Gesellschaft und ist für jeden erschwinglich, so wie jetzt schon das ZAP-X. Und wenn es dieses Medbett wirklich gäbe, dann würden die Reichen und Schönen wohl nicht sterben. Ja, die sogenannten Reichen und Schönen, ich weiß nicht, ob die alle so viel Lebenslust und Lebensfreude haben und so viel Lust haben, lange zu leben. Ich weiß es nicht. Sehr viele sogenannte Reiche und Schönen haben oft nicht so viel Lebensfreude, aber mir ist das egal. Wo sind diese Medbetten? In einem anderen Video hast du gesagt, in Deutschland gibt es zwei Adressen. Diese Adressen habe ich nicht. Ich weiß nicht, wo diese Medbetten jetzt sind. Ich weiß, jetzt aktuell werden sie in geheimer Mission angewandt. Aber wo diese Adressen jetzt sind, das weiß ich nicht. Darum, es wird eine gute strategische Hand brauchen, wenn diese Medbetten dann da sind. Denn sehr viele Menschen haben das Bedürfnis, dorthin zu kommen. Und das mag alles halbwegs geordnet ablaufen.
Ein Freund von mir hat sich den MedBed-Generator gekauft. Wow! Er hat erzählt, in den ersten Wochen, das war ein Kribbeln durch den gesamten Körper. Bilder und mehr Informationen dazu findest du dann im E-Mail, im MedBed-E-Mail-Verteiler. Du kannst dich unten in der Beschreibung anmelden. Ich hatte mit zwei Menschen Kontakt, die absolut selbstverständlich über diese MedBetten gesprochen haben. Und sie erzählen, was diese MedBetten alles können. Also sie können alles. Und für diese zwei Menschen ist es absolut selbstverständlich, dass diese Betten sehr bald daherkommen werden. Es ist eine Frage der Zeit, denn es gibt sie, sie funktionieren, sie werden angewandt und sie werden früher oder später der breiten Gesellschaft zur Verfügung stehen. Ja, ich hoffe das auch für sehr viele Menschen. Gibt es Beweise für die MedBeds? Für mich ist es Beweis genug, dass diese zwei Menschen ganz unabhängig voneinander über die MedBetten erzählen und selber ganz klar davon ausgehen, erstens mal sie wissen, dass sie funktionieren und zweitens, sie gehen davon aus, dass diese MedBetten sehr bald der breiten Gesellschaft zur Verfügung stehen. Und du weißt, würde man jetzt eine Umfrage machen, was glauben Sie, ist es möglich, eine Krankheit, egal welche, innerhalb von Minuten ohne Narkose, ohne Eingriff, ohne Reha zu behandeln und zu heilen, würde man wohl jetzt ebenfalls das Ergebnis bekommen, nein, auf keinen Fall. Für mich, ich bin offen für Neues, ich weiß, da kommt noch sehr viel daher. Alleine wenn man an dieses eine Naturgesetz des Ausgleiches denkt, jetzt wird ein enormes Krankheitsbewusstsein gebildet und das schlägt dann auf die andere Seite, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wenn wir jetzt unser Bewusstsein aufbauen und stärken, dann wird das MedBed eine absolute Draufgabe sein. Und wenn du immer wieder zwischendurch Informationen zu den MedBetten möchtest, dann trag dich in den MedBed-E-Mail-Verteiler ein. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Pfiati!